29 Grad, King. Ein Mädchen erscheint und sucht Streit mit dem Schankwirt, dann verschwindet es. Weiß sie es denn nicht? Kinder haben still zu sein, leise wie der Schnee. Wo sie ist, fragt ihr, sie ging zur Stadtpforte hin, vielleicht ist sie dort. Ich verbitte mir diesen Ton und ich sage die Wahrheit. Ich bin mit meiner Schwester unterwegs und sie ist verschwunden. Belüge mich nicht. Du sagst, du reist alleine, du bist nur ein Kind. Ruf deine Eltern, wenn deine Schwester fort ist. Ich habe zu tun. Die Jugend von heute, Kinder dürfen hier nicht rein, ist nichts mehr heilig? Du wirst nicht bedient, geh in der Sauna schwitzen, lass uns in Frieden. Ach, welch Ungeduld, rastlos wie frühe Vögel, kommt abends wieder. Ja, im Zimmer, bei mir auch. Hier sind es auch 28, was weiß ich wie viel. Zu viel. Kam ganz allein, mutig wie ein Löwenherz, das suchende Kind. Die Schwester ist fort, wie von Erdboden verschluckt. Ich bete für sie. Weep, 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 was geht ab? Hello, Mr. Weep, na? Wie geht's dir? Kein Bier für viel, Maxi. Das hat mein Vater immer gesagt. Und das ist ein gewalttätiger Alkoholiker. Und wie findest du die Temperaturen, Weep? Eine Hochzeit naht, mein Sohn wird sich vermählen, doch fehlt ihm ein Ring. Golderz habe ich doch. Ach, mir fehlt das Talent, den Ring zu schmieden. Oh, aber sagt mir, diese pfiffige Schmiede, gehört sie wohl euch? Ich muss euch bitten, schmiedet meinen Sohn den Ring, prächtig soll er sein. Okay. Ja, machen wir. Goldring plus 1. Welch freudiger Tag, öffnet diese Schatztruhe, nehmt ihren Inhalt. Ach, und noch was, nehmt diesen Folianten und studiert ihn gut. 24-karätige Klasse. Wie ist das eigentlich so? Seid ihr so die klassischen Menschen mit Hochzeitsringen, also so Goldringe, oder was haltet ihr von... Was haltet ihr davon? Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Wir erlernen Goldring. Ja, nächstes Jahr, wir beschaffen immer den Goldring. Wir machen das. Sein Sohn braucht ihn. Ich flehe euch an. Das finde ich gut, Riz. Ich war gestern schon da, aber war 6 Stunden am Lurken. 6 Stunden lang oder so am Lurken. Du geiler Weep, dankeschön. Das ist echt super, super heftig. Ein Ring, sie ewig zu binden, Maxi. Hast du gemerkt, dass es eine Herr-der-Ringe-Anspielung war? Ja. Echt? Wo ist die Schmiede? Du musst Backpack BBB raus da und jetzt drückst du Start. Pfiffige Schmiede. Wir probieren das direkt mal. Was probieren wir? Den Goldring zu schmieden. Der muss halt plus 1 sein. Ne? Ja, dann darfst du ihn nur nicht verkacken. Also nicht verkacken einfach, das ist nicht schwer. Zwillingsschlag geht da nicht, weil Zwillingsschlag geht nur übereinander. Egal. So, der ist safe plus 1. Aber was ist, wenn er plus 2 ist? Das ist egal. Ja, let's go. Hatte der dir das Gold gegeben?
Ja, die waren der Tod nebenan. Hier, plus zwei. Ich hab so eine blaue Pepsi. Ey, ich hab auch die blaue Pepsi letztens getrunken. Schmeckt so ein bisschen wie Pepsi mit etwas blauem Wassereisgeschmack. Ich konnte. Reap. Ich zeig dir was, Reap. Ich konnte das gar nicht richtig einschätzen, was das denn eigentlich für ein Geschmack ist. Also ich weiß es nicht, ob das nach Pepsi geschmeckt hat oder nach irgendwas ganz anderem. Aber auf jeden Fall war es nicht schlecht, aber es war auch nicht geil. Es war komisch. Reap, schau mal. Habt ihr in den Ring ein goldenes Meisterwerk strahlen wie die Sonne? Ja. Wir überreichen Goldring plus 2. Ein Wunder, hurra! Noch prächtiger als erhofft. Hier nehmt dies zum Dank. Einen Kruzerang? Kruzerang? Okay. Ach, das ist ein Boomerang. Unten sieht das kleine Symbol aus wie ein Croissant. Seht ihr das? Bei Kruzerang, da ist ein Croissant. Okay. Der krümelt auf die Gegend. Ja. Aber wir können mal gucken, was der, ja gut, ja, egal, wir schauen es trotzdem mal kurz an. Nee, können wir gar nicht. Er kann es auch nicht tragen. Doch. Hier. 47 hätte der. Ja, das Problem ist aber, das ist eine andere Waffenklasse, ja, ne? Ja, ich weiß, deswegen. Ich wollte nur gucken. Der Weep sagt genau die. Ja, Weep, gell? Let's go! Wie fandst du sie? Fandst du sie geil oder fandst du sie eklig? Hast du das Video angeguckt? Achso, ich mag Pepsi nicht, deswegen war es nicht so. Jetzt bereust du denn eine Pepsi? Hast du das Video angeguckt? Ja, sagt er. Ich schaue. Ah, ja, genau die. Doc meint, schmeckt nach Döner. Hä? Doc meint, es schmeckt nach Döner. Nee. In dem Video meine ich das. Ja. Du dummer Drache, du kannst mir nichts anhaben. Ich, Ryo, zwinge dich. Ist Ryo nicht auch? Heißt es nicht auch Drache? Wenn ich bin der Drache, wenn ich mein Versteck verlasse, fresse ich euch alle. Ihr sucht das Dampfbad, steigt nur diese Treppe hoch, dann seht ihr es vor euch. Ach, mein Herz klopft wie wild. Was für ein fescher Kerl. Sagt man sowas noch? Und ich liebe sein blaues Haar. Er redet über Erik. Safe. Mein Freund. Fisch, was geht ab, Neiden? Hallo, Niton. Mein Freund kommt mir plötzlich gar nicht mehr so besonders vor. Ha, unsere kleine Verabredung lief so gut, aber da musste er ja aufkreuzen. Hallo, mein schwitzender Freund, was geht ab? Für wen hält er sich eigentlich mit seinen blöden blauen Haaren? Für Erik. Er hält sich für Erik. Das ist also das berühmte Bad. Dieses Bad ist in den Kennerkreisen Heliodors derzeit das heißeste Thema. Es ist für seine phänomenale Wirksamkeit gegen Falten berühmt, wisst ihr? Ich muss aber gestehen, dass mich die eher schlichte Einrichtung des Etablissements zunächst doch etwas schockiert hat. Dennoch freue ich mich schon sehr auf die verjüngende Wirkung des Bades. Ordentlich schwitzen bei dir? Ordentlich schwitzen. Das Gerücht ist wahr. Ein rastloser Geist plagt uns. Welches kalter Schrecken. Hört auf meinen Rat. Ein grausiger Geist spukt hier. Haltet euch bloß fern. Okay. Aber wir hätten da noch rumgekonnt. Okay.
Ihr seid es wieder, euer Gefährte sauniert. Er genießt den Dampf. Oh, glaubt ihr, man kann Erik nackig sehen? Geil. Hört sich gut an. Wie, wollt ihr euch leichter kleiden und es ihm gleich tun? Ja. Gute Entscheidung. Reinigt nun eure Seele so klar wie Wasser. Zieh mir etwas Passenderes an. Oh, gar nicht nackig. Ihr seid nun bereit, der Eingang liegt gleich voraus. Wohliges Schwitzen. Ich finde, wenn ich in die Sauna gehe, dann soll man mich auch immer mit wohliges Schwitzen begrüßen, beziehungsweise mich verabschieden. Willkommen, der Herr. Blauer Vorhang für Männer und rot für Frauen. Müder Reisender, pilgert staubigen Wegs, rastet ein Weilchen. Also für... Wir gehen rot, weil wir wollen ja zu den Frauen. Mal sehen, ob wir jetzt Erik nackig sehen. Oh, warum hat er eine Hose an? Hä? Warum hat er eine Hose an? Das ist unsere Saunierbekleidung. Ich war gewundert, wo du gehst. Komm, join me. This turned out to be a pretty good idea. Boah, das stelle ich mir aber auch gar nicht so cool vor, mit Klamotten in die Sauna zu gehen. Voll eklig. Kein nackischer Erik. Schade. We've got the place to ourselves, so we may as well enjoy it. We've earned a little break, wouldn't you say? Can't take it easy for too long, though. Sooner or later, those creeps are going to catch up with us. Ja, das stimmt, Res. Und dann klebt das doch alles auch. Das ist ja... So, you've been scoping out the town, huh? See anything interesting? Ja, die Kleine war halt schon recht interessant, gell? Ah, her? Yeah, she was sniffing around here too. She's way too young to be hanging around in bars, though. No wonder they kicked her out. Luftfeuchte Ware, was dann auch noch bei so einer Luftfeuchte Ware Albtraum, ja, absolut. Also ich sag mal so, ich sauniere ja auch ganz gerne. Aber ich mach das auch ganz gerne nackig. Mit Handtuch, ne? So. Ich glaube, wenn man mir anbietet, hey, du darfst saunieren gehen, aber nur mit so... Na, was ist das? Vielleicht Leinstoff? Sieht aus wie Sackleinen, ja. Das wäre mir... Dann würde ich einfach sagen, du, nee, also dann verzichte ich, weil das ist ja dann auch keine Entspannung, ne? Ist ja unangenehm. They have a habit of causing headaches. Genau, in der Woche beginnt der Sauna-Marathon. Ja, ich wünsche dir so viel Spaß, Rex. Did you just say something? Where are you? Where did you go? Is that a good? I can't find you anywhere. Oh. You scared us there for a second. What are you doing in here? I was waiting in the inn. Sounds like she's lost someone. Wait, this must be the girl whose big sister's looking for her. Why don't we see what we can do to help? How about
don't you dry your eyes and tell us your name, kid? Moin, Erich, was geht? Guten Tag, Erich. I'm Connie. Nice to meet you, Connie. Why don't you come with us and we'll help you find whoever it is you're looking for. Really? Thank you. Gut. Das war's mit dem heißen Saunieren. Ich finde, sieht schon sehr einladend aus, finde ich auch. So relativ gut abgedunkelt. Hier diese kleine Feuerstelle. Sieht schon ganz nett aus. Alter, da liegt was. Sofort mitnehmen. Wie war dein Tag, Erich? Hast du nicht draußen mit allen geredet? Da hat einer in die Ecke gewichst, ja. Was hast du eingesammelt, Maxi? Weihwasser. Weihwasser, okay. So nennt man das heutzutage also. Wie war euer Tag, eigentlich euer Tag? Ich habe heute etwas mehr als 2 Stunden einfach gezockt. Wir können ins Frauenbad. In die Frauen. Ja, die trägt auch eine Hose. Ihr habt echt Nerven, ihr seid hier so fehl am Platz wie ein mehr die Katz. Du warst produktiver wie ich. Alter, ich hab gezockt heute. Und ich hab, weißt du, was ich gezockt hab? World of Warcraft. Ich hab mir die Testversion runtergeladen und ich werd mir aber wahrscheinlich die, ich werd's mir nicht holen. Weil ich... Oh mein Gott, ist das cool. Wenn ich's mir hol, dann... Ich hab eh schon keine Zeit. Toll, kommen wir in die Frauensauna und dann so eine Enttäuschung. Mi. Ich hab halt wirklich keine Zeit. Ich hab halt keine Zeit. Und dann ist es ungefähr so, wenn ich hier WoW spiele, dann ist es ungefähr so, als würde ich der Maxi die ganze Zeit Kokain unter die Nase halten und wenn sie mal abhängig gewesen wäre. Also, wenn du jetzt eine Erlaubnis haben willst, darfst du von mir aus WoW spielen. Was hast du gesagt? Wenn du von mir jetzt eine Erlaubnis haben willst, dann darfst du gerne WoW spielen. Und ich möchte gerne anmerken, wie wunderschön es hier ist. Und ich würde sofort eine riesen Arschbombe da rein springen. Und es hat so Monster Hunter Vibes. Erinnert ihr euch an die heißen Quellen? Stimmt, ja. In der Versammlungsstätte? Wow, it's so beautiful. Sieh an, euer Antlitz ist ja von... Was? Ist ja von ausnehmenden der Schönheit. Wollt ihr ein sinnliches Olala probieren? Es kostet nur 20 Goldmünzen. Wollen wir ein Olala probieren, Leute? Was haltet ihr davon? Sollen wir mit dieser Dame... Lass mal... Ein heißes... hier bei den heißen Thermen, bei den heißen Quellen. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wer es am Anfang mitgekriegt hat, aber ich habe das am Anfang erzählt. Olala heißt es, genau. Und dieses Olala, das ist in... Das kennt jeder in Japan. Warum haben wir nur 253 Gold? Weil du auf die Bank Sachen. Ah, stimmt, okay. Was ist denn ein Olala? Es gibt keine öffentlichen, richtigen Dingslichkeiten dazu, ne? Ja, weil das Japan. Hier. Hihihi, dann soll das Ritual beginnen. Weep Olala, pass auf. Na, ist das nicht überaus vergnüglich? Die Musik war jetzt gar nicht da. Ja, warum nicht? Wahrscheinlich nur bei den den Schenken. Ja. Was steht da? Danke, dass ihr meine Dienste in Anspruch genommen habt, ihr daher. Bitte beehrt uns wieder, so oft euch der Sinn danach steht. Olala, Frischling, für deine erste Erfahrung mit der exotischen Energie des Olala. Schade, eigentlich ist da immer Musik dabei und das ist eigentlich... Danke für dein Lurkweep. Das ist eigentlich das Besondere daran. Boah, Leute, ich würde hier leben. Ich würde hier so baden. Ich würde hier so baden. Weil wenn ihr so in den heißen Keller seid, zu lange da wart, könnt ihr einfach euch hier abkühlen. Das ist auch so cool irgendwie. Okay. Ist das einfach ein Körpergesus-Service? Wir wissen es nicht.